Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review von FIFA 10, der Fußballsimulation von EA Sports. Gespielt wird hier die Xbox 360 Version, die ich euch nun genauer vorstellen werde in zwei Teilen. Im ersten Teil werde ich mich hauptsächlich mit den einzelnen Spielmodi beschäftigen, im zweiten Teil dann mit dem Fußballspiel selbst. Hier das eine kleine Spielerei, in der man sich bereits ein bisschen mit dem Spiel vertraut machen kann. In 1:1 Situationen gegen den Torhüter. So, aber legen wir mal los. Im Grunde bietet dieses Spiel nicht viele neue Spielmodi, eigentlich hauptsächlich im Online-Modus, den ich euch jedoch nicht zeigen kann. Dieser ist auch sehr umfangreich, das würde auch zu weit führen. Ich werde mich in meinem Review daher nur um die Offline-Modi kümmern. Aber gerade der Online-Modus ist extrem optimiert worden bei FIFA 10. Spielmodi natürlich der altbekannte Manager-Modus dabei. Der Turniermodus, in dem man sich eigene Turniere erstellen kann. Ich zeige euch mal den Manager-Modus, der auch ziemlich optimiert worden ist. Ja, allerdings kein neuer Manager. Ich habe nämlich bereits eine Saison angefangen mit Schalke 04. Ah, den hat er gehabt. So, der Manager-Modus. Änderungen sind hier, dass die Entwicklung der einzelnen Spieler nicht mehr einfach nur davon abhängt, vom Alter oder von der Fitness, sondern tatsächlich von der Leistung auf dem Platz. Ich zeige diesmal am Hand des Teammanagements, in welchem man unter anderem sich die Spielerentwicklung ansehen kann und die Mannschaft verwalten kann. Also Taktik, Aufstellung, Formation und so weiter. Hier zunächst einmal auf den Kader, den wir hier sehr schön aufgelistet sehen, die einzelnen Spieler. Manuel Neuer, Rafinha, Westermann, Höwedes, Panda, wie wir sie alle kennen. Auch ein paar Transfers habe ich getätigt, wie zum Beispiel Fabian Ernst wieder zurückgeholt, Thomas Kahlenberg vom VfL Wolfsburg oder Bendtner von Arsenal London. Das sind Neuverpflichtungen, die zählen normalerweise nicht zum Schalker Kader. Hier sehen wir die Gesamtstatistiken der einzelnen Spieler, wie gut sie auf ihrer Position sind. Orangene Gesamtstatistiken zeigen an, dass der Spieler im letzten Spiel eine nicht ganz so gute Leistung abgeliefert hat und daher in seinem Gesamtwert etwas abgefallen ist. Weiße Pfeile bedeutet konstant. Das bedeutet, der Spieler ist weder in seinen Gesamtstatistiken gestiegen noch gefallen. Grüne Pfeile bedeuten, der Spieler hat eine so gute Leistung abgeliefert, wie hier zum Beispiel Bendtner oder Kahlenberg vor allem, dass ihr Gesamtwert gestiegen ist. Gerade Kahlenberg, der normalerweise hier eine Gesamtstatistik von 81 hat, ist auf 86 hochgegangen. Also die Spielerentwicklung kann im Manager-Modus deutlich beeinflusst werden. Eine sehr schöne Spielerei sind die sogenannten individuellen Taktiken, die man neu gestalten kann. Nämlich kann man nun quasi die Intelligenz der eigenen Mitspieler deutlich beeinflussen, das Spielverhalten, indem man hier verschiedene Werte eingibt. Zum Beispiel hier beim Aufbauspiel kann man die Geschwindigkeit, das Passspiel und so weiter in Prozentangaben so weit verändern, dass sich das Spielgeschehen sehr schnell ändern kann. Unter anderem die Chancenerarbeitung. Zum Beispiel durch Pässe legt man hierauf Wert und ich setze den Wert jetzt mal auf 100%. Dann ergibt sich hier bei Chancenverarbeitung riskant, das bedeutet sehr offensive Einstellung, wie hier in diesem Schaubild dargestellt.
kann aber auch das Ganze ein bisschen ausgewogener gestalten. Oder hier bei der Verteidigung mehr Druck ausüben. Stellen wir das mal auf 100%. Also Verteidigung, Druck 100. Hier sehen wir es dann deutlich, die Spieler gehen sofort zum Ball hin. Verteidigung hoch. Das funktioniert also tatsächlich auch in der Praxis. Das Spielverhalten der eigenen Mitspieler wird dadurch tatsächlich deutlich verändert. So, aber beenden wir das Ganze mal ohne zu speichern. Dann natürlich noch die einzelnen Tabellen, Statistiken. Im Moment kann man sich anschauen, wie stehe ich in der Saison. Im Vereinsmanagement kann ich, auch das ist vielleicht keine Neuerung, Spielerverträge neu aushandeln, Personal aufwerten, also zum Beispiel Angriff, Mittelfeld, Defensive, Torwart, also die einzelnen Co-Trainer einstellen oder je nachdem. Ja, Fitness-Coaches, Chef-Scouts, Verhandlungsführer, ganz wichtig, wenn man neue Spieler verpflichten will, denn dieser Wert sollte immer relativ hoch sein. Stadionmanager auch aus finanziellen Aspekten wichtig, allerdings ist diese Aufwertung immer am teuersten. Hier sieht man dann noch die einzelnen Vorstandsziele. Erreiche Viertelfinale im deutschen Pokal, erreiche Viertelfinale im Europapokal und so weiter. Hier das einzelne Budget, was man zur Verfügung hat, gerade für Transfers wichtig. Im Moment ist der Transfermarkt allerdings geschlossen. Daher kann ich keine Spielertransfers zeigen. Und ich habe die Möglichkeit, Partien entweder zu spielen oder zu simulieren. Ich simuliere mal eine Partie gegen den 1. FC Köln. Hier werden nun die anderen Saisonspiele noch angezeigt. Augsburg, Stuttgart, Bremen, Nürnberg und so weiter. Und die Ergebnisse. Und Schalke hat gegen den 1. FC Köln mit 1:3 gewonnen. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen mit der Kamera. So, aber soweit zum Manager-Modus. Also die Spielmodi hier machen einfach Spaß, gerade auch aufgrund der offiziellen Lizenz kommt richtig gutes Feeling auf. Von den Spielmodi her, FIFA natürlich seinem Konkurrenten Pro Evolution Soccer doch überlegen. Dann gibt es noch den Be a Pro Modus, den Turniermodus, wo man sich ein eigenes Turnier erstellen kann. Bei Be a Pro natürlich auch sehr schön, dass man einen einzelnen Spieler übernehmen kann und diesen versucht so zu trainieren, dass er eine große Karriere vor sich hat. Ansonsten kann man sich seinen einzelnen Virtual Pro erstellen. Kann ihm Namen, Gesicht geben, zu welchem Verein er gehört, die Position und so weiter. Sehr viele Details. Und sich seinen eigenen Profi zu erstellen. Im Online-Modus kann man sich dann noch sogenannte Game Faces herunterladen. Das kann ich euch aber leider nicht zeigen. Ansonsten kann man noch natürlich Teams bearbeiten, also Spieler transferieren wieder im Teammanagement. Spieler bearbeiten, sind sie zu stark oder zu schwach, dann kann man ein bisschen etwas an den Statistiken verändern. Allerdings hat man hierbei nicht allzu viel Spielraum. So, soweit zu den Spielmodi, die sehr gut gelungen sind. Im nächsten Teil zeige ich euch dann mal etwas vom Gameplay. Bis dann!